Leute wollen diese Schuhe um 300-400 Euro abkaufen. Gemacht. Ich hab sie! Hilfe! Lisi! No, never Lisi! We know now for 4 weeks and I have a very important question for you. You love me? Yeah. Yeah. No! Very good, right? Make like this. Tell the people what you do with me. Oh, scheiße! Lisa, tell the people, you like my smell, right? Really? It's good, right? If it's good, yes. Danke. Scheiße. Nicht dich. Fick du, bitte. Digga, gestern, ich telefoniere mit einem Freund. Und Lisa, ich lieg so im Bett und sie ist da komplett nackt. Spielt da was am Nackt? Wobei, nein, ich hatte eine Unterhose an, Freunde. So übertrieben sind wir noch nicht, Freunde, unterwegs. Lüge! Auf jeden Fall kommt sie so ins Bett, springt so rein und schreit so verfickte Scheiße. Lisa, don't learn the bad words from me, learn the good words, okay? I won't know everything, bad words and good words, okay? Okay. Sag halt nie good words. Of course, George. Wer liegt im Bett und schreit und schimpft rum und ruft sich die Kollegin aus dem anderen Stockwerk her? Leute, ihr braucht gar nicht kommentieren, dass George hier das dritte Rad am Wagen ist, weil der Kollege hier lebt sich aus, Digga. So schaut's aus, George. Das sind Gerüchte, die ich aufs Waghalsigste dementiere. Ich schwör's euch, diese Teile machen süchtig. No. It's natural. Like me. It's true. 100%. Now the people think you're lying because you're saying I'm 100% natty and you're laughing. No, I know, really. I live with him. Ooh. Yeah, for eine Woche, oder? 1 week we live together, right? Mm-hmm. I think we need to celebrate this. What? Celebrate? Celebrate party. A wedding. What he said? He said we should do a wedding when I give you a ring. Okay, Freunde, es wird jetzt mal Zeit zu fressen. Nichtsdestotrotz, dem ganzen Spaß, den wir haben, natürlich müssen wir die Gänse helfen. Deswegen abessen. Das ist richtig geil hier in Thailand, muss man schon sagen, dass die sehr viele Läden haben mit gesundem Essen. Aber auch wenn ihr in 7-Eleven, also den Supermarkt, reingetickert, da gibt es nur ungesundes Zeug. Das habe ich gestern zum Beispiel mir gedacht. Ist schon heftig. Some people understand Russian from my community. I learn. Yeah, you're learning. That's really good. You can tell the people you had English lesson today morning. Yeah, today, tomorrow. What you learn? Some and any. What is it? We can use word some. Yeah. If we want tell of fruits. Okay, some fruits, for example. More fruits. Okay. Yeah, I understand. So it's hard for me. Okay, she learning English very good. We understand. We get better. Yeah. Hello again. We need to get ready for the wedding. And I wanted to say you're invited. Next week wedding. What? She now my wife. You sure? Next week. When and you, this week? George, when we have? On Sunday. 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 And you're invited. You think it's too fast? We know now 4 weeks. Is it too fast? Yes, it's really fast. Fuck. Not joking. Now I'm not sure. Because you it's we fast. Cannot say fast or slowly, but if you feel love her, it's I need to know, you think she's a good girl? I don't know. I never told with her, it's wrong. It's you, if you feel love, if you feel right, it's your feeling. Not me, not Tom. Tom has also a girlfriend now. She lives in our condo. You love me? Yes. Yeah. What you say? Lisa, why you bring me this? What do you want to say with this? We're insane. Your parents, your family, I be in Thailand. I thought something different. Lisa. Lizzy is like, hi Lizzy. No. Why? Yeah, I don't like Lizzy. It's not serious. I'm serious woman.
seriously. Lizzie Vietta. Your nickname is? Zolotaya. Wolf. Okay, Zolotaya, okay. Viel zu kompliziert, Leute. Lisa, you said my shoes look like shit. No, look. What? Okay, so Lisa, you can say now which shoes I need, okay? Aber es stimmt wirklich so, ich brauche neue Schuhe. Ich habe jetzt einen Viertel Jahre, glaube ich. Und die sind wirklich am Eimer. Der Fun Fact, Leute wollen diese Schuhe um 300-400 Euro abkaufen. Ja, mach, neue Schuhe finanziert. Ja, Digga, das ist so komisch. Warte, gib mir die Schuhe, ich kümmere mich um die Entsorgung. Ja? Ja. Du Hund. Leute, meldet euch bei mir, wenn ihr die kaufen wollt. You don't like? No. Okay. Lisa, you belarisch? You are belarisch? Chooserisch. Picky? But I need shoes for training and for Alltag. Sie lacht mich immer aus. You always say I have small feet. Oh, Leute. No. 33. 45. Russian 43. Ich werde hier ausgelacht, weil ich anscheinend kleine Füße habe. Was soll das? I should take? Yes. Should take? I like. Okay. Leute, was meint ihr? Lasst es mich wissen. Leute, meldet euch bei mir. Ich verkaufe sie euch. Das gibt's schon. Wolltest du sie denn nicht was fragen? Das werden wir tun, ja. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt so ein guter Zeitpunkt ist im Shoppingcenter, oder? Und ich will so Rosen kaufen und dann frage ich sie. Nicht jetzt unbedingt hier in der Unterwäscheabteilung im Shoppingcenter. Okay, I take this. Okay. Wait, I want to also try this one. This? For women, ne? It's for women. Oh, and this? I think they are good for the gym. Baby, I don't like. What is it? For old men. I think they are cool. For gym? I can just go into my hex squat and then I go out. Maybe this is comfortable for gym. Freunde, eine verdammt geile Sache. Und zwar, ich poste auf Snapchat eigentlich jeden Tag alles, was wir machen. Dementsprechend unbedingt mal auf Snapchat abonnieren, da bekommt ihr auch die ganzen Behind-the-Scenes von den Vlogs und das auch in realer Zeit. Egal, ob es Gym ist, egal, ob es lustige Sachen sind, Party, bla bla bla. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Prost! Nastrovje. Nastrovje. Was heißt das? Auf eher Schwache. Russisch. Nastrovje. Nastrovje. Deswegen unbedingt mal Snapchat abonnieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, gönnt euch. Also, Leute, ich hab grad George um Hilfe gerufen. Lisa, you killing me? Look at this. Baby. 1 millimeter right and my Hauptschlagader would crack down. Прости, пожалуйста, sorry. Ja. Ремень, он так вот... Was? Is this normal in Russia that you do this? Bro, das ist ja geisteskrank. Evil woman. Hilfe! Ich hab sie! Hilfe! Gregel! Lisi! No, never Lisi. You want to? No. Lizzie sounds like... No! I like when you mean. Sie mag nicht Lizzie genannt werden, okay, das akzeptieren wir. So we no, don't say I don't Lizzie. Like Lizzie. This is shit. Hey, now I'm fisting you. You like this? I like... Joke. Hast du gefilmt? Ja, du Hund. Nein, wenn ihr das gerade gesehen hättet, das ist ja nicht MSK 18 hier. Sorry, you didn't hear. Leute, es wird ernst. Full Body steht an, Freunde. Und ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Heute ist so ein Tag. Ich habe keinen Bock aufs Training so wirklich, bin ich ganz ehrlich. Aber ich weiß, was zu tun ist, um an ein gewisses Ziel zu kommen. Das ist das, was ich euch mitgeben will. Ihr müsst einfach schaffen, euren Kopf so zu programmieren, sage ich jetzt mal, euer Mindset so zu programmieren, egal ob ihr motiviert seid oder nicht, ihr werdet nicht immer motiviert sein, ihr werdet zu 80% nie motiviert sein, aber an den Tagen, wo ihr nicht motiviert seid, Freunde, dann müsst ihr einfach dieses Backup-System in eurem Kopf haben, was euch sagt, fuck man, Bro, wenn du jetzt heute nicht machst, dann bist du erstens ein fucking Loser, weil jeder, der keinen Bock hat, jeder, der keine Disziplin hat und keine Motivation hat, wird zu Hause liegen bleiben. Es ist immer die Frage, wer wollen wir sein, was wollen wir werden, was wollen wir erreichen? Kopf aus und einfach machen, Leute. Und genau das tun wir heute. Wie gesagt, Full-Body-Einheit. Ich will einfach dicke Legs haben. Ganz wichtig, Freunde, redet nicht negativ über euch selbst. Sagt nicht, ihr seid schlecht, ihr seid dünn, ihr seid das. Redet gut zu euch. Sagt, ihr macht Progress, ihr gebt Gas, ihr gebt alles. Ganz, ganz wichtig auch, Freunde. Alter, fick!
Diese Scheiße ohne Witz, Alter. Meine Handgelenke machen die ganze Zeit auf, wenn was da los ist. Ich habe vorhin auch die 45er nämlich gemacht. Mein Handgelenk ist die ganze Zeit aufgegangen, aber immer nur das rechte. Ah, Mann. Schau, das Ding ist, manchmal raste ich extrem aus. Dann fällt mir aber wieder direkt ein, es bringt nichts auszurasten, es bringt sich nicht abzufacken. Weil es, du machst damit die Situation nicht besser. Aber ich glaube, jeder kennt es ja draus. Manchmal gibt es so Situationen, wo man einfach ausrasten können, alles niederschlagen könnte. Aber es bringt einem nichts, Freunde. Wir müssen positiv bleiben, das ist wichtig. Und solche Situationen könnt ihr halt eben aus einem anderen Blickwinkel betrachten und sagen, okay, nehmt das als Learning, zu wissen, so, es bringt nichts auszurasten. Aber trotzdem, es nervt einfach, weil die Kraft ist da. Wir haben dem Coach gesagt, okay, wir können hier das Gewicht erhöhen. Ich habe letztes Mal 40 gemacht, jetzt heute 35 und mein Handgelenk, wenn ich mein Unterarm ist hier so pumpt irgendwie, das, ich kann mein Handgelenk nicht schließen. Ich mache jetzt einfach mit ein bisschen weniger Gewicht, Freunde, Ballerwiederholungen hinterher, aufgeschissen. Machen das Beste aus der Situation. Dame wird aggressiv, Leute, weil sie will das Zimmer geputzt haben und irgendwie funktioniert das hier nicht so ganz. Sie hat gesagt, sie rastet jetzt aus hier in der Lobby. Ich sage, everything okay. Und George, du meintest ja, die von der Lobby gefällt dir, oder? Leute, was meint ihr? Das ist so bodenlos. Angry Lisa. No, it's not normal. Lisa, what's now the situation? We pay a lot of money. People don't clean our house, don't give us new towels. What the fuck? What the fuck? Plan for now, Lisa. New day, new opportunities, new fun. What we doing now? We go to beach and we drive to jet ski. Jet ski, woo! Scheiß auf Wikipedia. Ist zu wissen, wer ich bin, Bruder, dann komm vorbei. Wenn du am Hallen, if I'm ohne Hallen, auf Stetschen ist selbst. Und ich kann lang, denn dein ist drin. Lisa, are you okay? Yeah, is it too fast or good? Yeah, fast. Good? Okay, perfect. Please not drive too fast, okay? Leute, so, jetzt ist sie am Steuer. Please not too fast. She drives faster than me. Now I'm feeling not good. Not good? Yeah, because you outmanned me. You always scared. Yeah, ich bin. She driving crazy. Good. Faster than me. Yeah, I'm good. In Russian people not scared. Ich scheiße mich da schon manchmal an. So, sag ich euch ehrlich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, es liegt daran, Freunde. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Unfall, wo ich fast drauf gegangen bin mit meinem Fahrrad. Vielleicht wissen das einige von euch. Ich weiß nicht, seitdem habe ich so vor so Sachen, die schnell sind. Ich weiß nicht, schnell Kart fahren, schnell Jetski fahren, schnell Motorrad fahren. Sehr Respekt so. Was gut, wenn du dich challenged immer ein bisschen. Zu 100%. Aber ich bin ein bisschen übervorsichtig, sagen wir es mal so. Die Dame auf jeden Fall nicht. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir wurden komplett abgezogen. Das ist auch mal wieder geil. Ich wette, wir werden hier tagtäglich so abgezogen. Die Thailand Experience. Ja, wir wurden fett abgezogen, Freunde, aber drauf geschissen. Eine ganz wichtige Sache noch, Leute, und zwar ist gerade eine richtig geile Aktion bei ESN am Start. Wir haben 20% auf alles. Das heißt, für alle Freunde, die Gym crushen wollen, was hoffentlich jeder von euch will, absolut geile Aktion. Ihr wisst Bescheid. Zum Beispiel meine Lieblingsprodukte hier aufgestellt, beziehungsweise ein paar meiner Lieblingsprodukte. Isoglyph, Freunde, Designerway und Kreatin. Verdammt nochmal geile Produkte. Basics, die meiner Meinung nach jeder haben sollte. Deswegen checkt das gerne aus. Wisst Bescheid. Generell bei ESN einfach immer mit Code Manuel shoppen. Da haben wir immer die fettesten Rabatte mit am Start. Okay, Leute, jetzt bin nicht mehr ich hier der Hauptverdächtige, sondern der Kollege hier, und wieso zwar denn? George.
Warum wohl? Weil wir jetzt gleich ein Doppeldate haben. Nennen wir das so schon? Können wir das so betiteln? Ich weiß es nicht, weil es ist ja, du hast ja das kennengelernt. Ich habe keine Ahnung, wie es wird, George, aber du wirst das machen. Ich glaube an dich. Natürlich. Die Community glaubt auch an dich. Schreibt mal in die Kommentare. Ein W für George. W an George für diese Aktion. Und ich habe einen nice Spot für uns rausgesucht, Freunde, wo es romantisch ist, wo es eine geile View gibt und so. Lisa, you know, George, now other girl comes with us. No? Yeah, we need to help them. How I help you? I don't know, we... She not speak Russian. Yeah, that's the thing. Lisa, we go now to a food market, right? Mm-hmm. And you're a food stealer. You're stealing our food. Stealing what is it? Taking something from others. You took my mangoes. And peanuts. I buy peanuts, 1 hour later, the whole package is empty. Leute, bei mir kommen die Fette immer zu kurz. Ich kaufe mir extra Nüsse. Eine Stunde später kann ich meine Nüsse nehmen, weil man alle weg. I'm sorry. You later here? Later here? Yeah. Okay, perfekt. Later coming. Okay, wir müssen das jetzt unauffällig machen. George, okay, auf jeden Fall geil. Wir brauchen Rosen und Blumen für die Frage dann. Ihr wisst Bescheid. What the fuck, Alter, das ist zu viel für mich. No way, what the... Okay, George, jetzt Aufgabe für dich. Ich übernehme jetzt die Cam, okay? Wir haben hier zwei Kolleginnen da vorne. Man sieht es, glaube ich, ganz schlecht und ich will jetzt ungern drauf filmen. Lisa, George is now. George is now. You think he will succeed? Wir können ja hier mal ganz kurz ranzoomen. Du kommst mit. He's a very famous YouTuber from Austria. You want his Instagram or his number? Where are you from? Russia. Privet. This is George and he's very rich. Peter Manuel. He's very rich, he's very muscular and he is looking for a date. No. Oh fuck, okay. Oh, okay. I'm very sad. Scheiße. Oh mein Gott, das war jetzt maximal unangenehm gerade. Ja, wegen dir. Aber das ist egal, scheiße. Es ist scheißegal, Leute. Wir leben nur einmal drauf geschissen. You were right, they were Russian. How you know? Because you immediately... You look like Russian girls. Okay. Russian people rude. I kill you. Right, rude. I say I'm not sad, but I'm very sad. Do you want to try a durian? No. Durian is this fruit which smells not good. But tasty. Tasty good. I don't know. Little. I don't know, I'm scared. Why are you always scared? I'm really scared of the fruit. So we buy or what? It smells not good, right? Smell not good, but tasty another. I'm really scared now. Ich versuche den Geruch zu beschreiben. They're not here. What's this? Maybe. I'm scared. No, not good. George, try. No, I don't try if he spits it out. No, try. Ich find's halt überhaupt nicht. Also meinst du es überhaupt nicht? Es schmeckt eins zu eins, wie es riecht. Und es riecht halt nicht gut, Leute. What you think, guys? Lisa, you have very, very strange taste if you like this. But, yeah. Okay, Bro, ich werde langsam nervös. Was soll ich jetzt machen, George? Soll ich jetzt? Nichts. Musst du die Blumen holen. Du bleibst jetzt also sitzen, okay? Was sagen wir als Ausrede? Gepissen oder so. Aber noch nicht jetzt, weil dann ist es sehr auffällig. Ja, okay, stimmt. Dann ist es sehr auffällig, wenn wir gerade die Kamera draufgekriegt haben, okay? Okay, jetzt schalten wir kurz die Kamera aus und dann gehe ich einfach, okay? Passt. Okay, Leute, ich habe mich jetzt gekonnt aus dem Weg gemacht. Ich muss jetzt hier kurz noch unauffällig stehen, dass man nicht sieht, dass ich mich selbst filme, falls ihr schaut. Okay, I think I take this one. Lisa, we know now for 4 weeks, I think, and I have a very important question for you. I wanted to ask you if you want to come with me
travel with me, stay with me, be with me. I want. You want? You like? You like? Yeah. Bro, ich bin nervös, George, ich bin nervös. I'm nervous, Lisa, I'm nervous. Walking down, speed. Pretty flowers for pretty woman. Perfekt. Ah, das ist eine Überwindung. Ich sag's euch ehrlich, es ist, Alter, Schwede. Hätte nicht gedacht, dass ich so ins Zittern und Schwitzen komme. Aber Freunde, ihr seid hier hautnah dabei. George, was sagst du? Performance? Kann man besser machen oder war okay jetzt so von außen betrachtet? Ich finde, du hast das sehr toll gemacht. Okay. I hope you're happy, Lisa. Happy. Yeah? That's good.